Meditation ist eine phänomenale Ermächtigung, dass man alles tun kann, was in der Welt gebraucht wird, was auch immer, das meine ich, und trotzdem unberührt bleibt von dem Prozess der Aktivität, die wir in der Welt verrichten müssen. Wenn du hier sitzt, ist dein Körper hier, dein Verstand ist dort, wer du bist, ist ein Stück weit weg. Das ist das Ende des Leidens. Und das ist Meditativität. Namaskaram. Namaskaram. Probably the second most repeated word. Das wohl am zweithäufigsten wiederholte Wort in den letzten Wochen, neben Coronavirus, ist Meditation. Alle reden plötzlich, Menschen, die noch nie in ihrem Leben meditiert haben, die diese Möglichkeit nie in Betracht gezogen haben, reden jetzt auf einmal über Meditation, die Notwendigkeit zu meditieren, den Wunsch zu meditieren. Lasst uns diese Meditation genauer betrachten, was das ist. Zunächst einmal, was bedeutet das Wort Meditation? Das englische Wort Meditation bedeutet eigentlich gar nichts, in dem Sinne, dass es nichts Bestimmtes aussagt. Wenn jemand für gewöhnlich mit geschlossenen Augen dasitzt, wird angenommen, dass er meditiert. Man kann mit geschlossenen Augen sitzen und viele Dinge tun. Du kannst Japa, Tapa, Dharana, Dhyana, Samadhi, Shunya, Samyama machen. Oder du beherrschst einfach die Kunst, in vertikalen Haltungen zu schlafen. Das Wort Meditation in der englischen Sprache definiert also nichts. Normalerweise nehmen wir an, oder normalerweise nehmen die Menschen an, dass Meditation Dhyana bedeutet. In Tamil Nadu heißt es Dhyana, wenn man ein wenig nach Norden geht, ist es Dhyana, wenn man ganz nach Norden geht, heißt es Dhyan. Wenn du noch weiter nach oben gehst, wird es Chan. Wenn du noch ein bisschen weiter nach Osten gehst, wird es Zen. Die gleiche Sache. Was ist also diese Dimension, die wir mit dem Wort Meditation zu beschreiben versuchen? Eine grundlegende Sache, die wir verstehen müssen, ist, dass du Meditation nicht machen kannst. Denn Meditation ist eine Eigenschaft. Eine Eigenschaft ist eine Folge eines bestimmten Prozesses. Du kannst einen Prozess initiieren. Du kannst einen Prozess durchführen. Du kannst keine Eigenschaft durchführen. Eigenschaft ist nur eine Folge. Es ist, als wolltest du Blumen in deinem Garten haben. Du sitzt nicht da und machst Blumenmeditation. Du weißt, was mit dem Flower People geschehen ist. Wenn du Blumen in deinem Garten haben willst, musst du nicht an Blumen denken. Du musst an Erde, Dünger, Wasser, Sonnenlicht denken. Wenn du den Prozess dieser Komponenten richtig durchführst, sind Blüten und Früchte die Folge. Aber heute ist die Welt so zielorientiert geworden, weil sie so zielorientiert sind, interessieren sie sich nicht für den Boden, schon gar nicht für den Dünger und all die anderen Dinge, aber sie wollen Blumen und Früchte. Wenn du Blumen ohne Erde,
Dünger, Wasser und Sonnenlicht haben willst, musst du dich mit Plastikblumen zufrieden geben. Plastikblumen sind sehr schön. Wer an Nützlichkeit denkt, dem dienen sie auf viele verschiedene Arten. Es gibt eine 5-jährige Garantie. Blumen sind lästig. Wenn du Blumen in deinem Haus hast, musst du mindestens 5-mal am Tag nach ihnen sehen. Was passiert? Gedeihen sie gut oder nicht? Aber wenn du Plastikblumen in deinem Haus hast, 5-Jahr-Garantie. Im Gegensatz zu deinem Leben. Wenn du lebst, gibt es so viel zu tun, dass du sogar dem Virus, dem unsichtbaren Virus, ausweichen musst. Aber die Toten müssen nur konserviert werden. Die Dimension und der Prozess, den du als Meditation bezeichnest, ist also im Wesentlichen sehr lebensorientiert. Wenn ich sage lebensorientiert, du bist heute größtenteils materiell orientiert oder höchstens verstandesorientiert, vielleicht gefühlsorientiert oder körperorientiert, was wiederum etwas Materielles ist. Im Großen und Ganzen ist das Leben so geworden. Die Vorstellung der Menschen vom Leben ist, wenn jemand mein Leben sagt, sollst du verstehen, dass sie über ihren Job sprechen. Sie sprechen über die wirtschaftliche Lage im Land oder in der Welt, über ihr Auto, vielleicht über ihren Hund, manchmal über ihre Ehemänner oder Ehefrauen. Es könnte alles Mögliche sein. Aber das Einzige, was wirklich Leben ist, ist das, was in diesem pulsiert, das ist Leben. Der Rest sind Vorkehrungen, die wir getroffen haben. In der Hoffnung, dass diese Vorkehrungen es uns ermöglichen, unser Leben zu verbessern. Ob Ausbildung, Karriere, Beziehungen, Ehe, Kinder, Reichtum, was auch immer. All diese Dinge, hinter denen man her ist, nur in der Hoffnung, dass sie unser Leben verbessern werden. Wie du weißt, verstricken sich die meisten Menschen, anstatt ihr Leben zu verbessern, größtenteils in diese Extras. Die Extras sind größer als der Lebensprozess geworden. Nun, ich denke, auf eine sehr grausame Art bringt das Virus den Fokus auf das Leben. Plötzlich wird dir klar, dass dein teures Zuhause zu einem Gefängnis geworden ist. Dein teures Auto ist so gut wie Schrott, weil du es nicht mehr fahren kannst, zumindest einige Zeit lang. Und im Moment ist die Welt in einer Lage, in der wir nicht wissen, wie lange es dauern wird, bis du wieder zurück auf der Straße bist und ein bisschen in deinem Auto herumschaukelst. Du weißt es nicht. Jetzt fragen natürlich viele Menschen auf der ganzen Welt, wie man meditiert, was soll man tun? Wie ich schon sagte, kannst du nicht meditieren. Aber du kannst meditativ werden, denn es ist eine Eigenschaft. Wenn man seinen Körper, seinen Verstand, seine Emotionen und seine Energien bis zu einem gewissen Reifegrad kultiviert, ist man 24 Stunden am Tag auf natürliche Weise meditativ. Meditation ist keine Einschränkung, bei der du die Augen schließen und auf einen Ort beschränkt sein musst, wenn du meditativ sein willst. Meditation ist eine phänomenale Ermächtigung, dass du alles tun kannst, was in der Welt gebraucht wird, was auch immer. Ich meine das so, was auch immer in der gegebenen Situation benötigt wird und dennoch unberührt bleiben von dem Prozess der Aktivitäten, die wir in der Welt durchführen müssen.
diese Ermächtigung, beziehungsweise ohne diese Ermächtigung, ist ein Mensch tatsächlich verkrüppelt. Denn wenn das, was du in der Welt denken, fühlen, verstehen und tun musst, in so einem hohen Maße auf dich abfährt, wirst du natürlich zögern, das zu tun, was nötig ist. Natürlich wirst du vermeiden, Dinge zu tun, die getan werden müssen. In gewisser Weise verkrüppelst du dich selbst, sobald du dich in einem Zustand befindest, in dem deine eigenen Aktivitäten und die Aktivitäten der Welt um dich herum, sowie die Aktivitäten deines Verstandes und deiner Emotionen, dich jeden Moment deines Lebens beeinflussen, wirst du dich auf eine Weise verkrüppeln. Denn natürlicherweise würdest du den Umfang deines Lebens sehr begrenzt halten wollen. Deine Aktivität, Gedanken, Emotionen, die Beteiligung im Leben können ein enormes Maß an Leiden verursachen. Wenn du wissentlich oder unwissentlich Angst vor dem Leiden hast, wirst du die Tragweite und die Möglichkeit deines Lebens einschränken. Meditation bedeutet schlichtweg, wenn wir es ganz einfach darstellen wollen, wenn du hier sitzt, ist dein Körper hier, dein Verstand ist dort. Wer du bist, ist ein wenig entfernt von diesen beiden Dimensionen des physischen Körpers und der mentalen Ansammlungen. Diese beiden Ansammlungen von Körper und Verstand, wenn ein wenig Raum entsteht zwischen dir und ihnen, ist das das Ende des Leidens. Und das ist Meditativität. Ishakriya ist ein extrem einfacher Prozess, aber ein kraftvolles Werkzeug. Wenn du diese drei Zutaten, deinen Atem, deine Gedanken und deine Bewusstheit in der richtigen Kombination einsetzt, wird deine Fähigkeit, den Verstand und den Körper zu nutzen, so stark verbessert, dass du für andere fast übermenschlich wirkst. Aber ich sage dir, das ist menschlich. Hier geht es nicht darum, ein Supermensch zu sein. Es geht darum zu erkennen, dass Menschsein super ist.